Willkommen zum Tagessegen. Heute heißt es im Evangelium, in jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Zachäus am Zoll sitzen. Da hat Jesus hingeguckt zu einem Sünder. Davon hat er sich faszinieren lassen. Da gibt es auch so viele fromme Leute, so viele wichtige Leute. Und dann schaut Jesus dahin, das hat ja jeder gewusst, dass das eigentlich ein Betrüger ist. Ja, so ist Jesus eben. Er geht an den Rand. Lukas erzählt seine Weihnachtsgeschichte. Jesus wird geboren draußen vor den Toren der Stadt in einem Stall. Und wo wird er gekreuzigt? Vor den Toren Jerusalems, ganz weit draußen. Jesus hat es irgendwie mit der Außenseite. Mit dem da draußen ist auch gar kein Wunder. Er selber ist ja das Draußen Gottes. Er ist aus dem Innersten Gottes in die Welt gekommen, um in dieser Welt etwas vom Inneren Gottes zu zeigen. Und an dieser Stelle kann man ganz deutlich sehen, was ist Gottes innerste Absicht. Er will, dass keiner draußen ist. Er will, dass alle Menschen merken, du kannst dich hinsetzen und verkriechen, wohin du willst. Du kannst selbst auch Schuld auf dich geladen haben. Du kannst von dir denken, ja, ich bin auch wirklich jetzt einer, den keiner mehr angucken mag. Gott schaut dich an, denn er erkennt in dir, dass deine Gotteskindschaft nie verloren geht. Und das gibt jedem Menschen eine neue Chance. Wir hier in Frankfurt haben ein Obdachlosenfrühstück. Da kommen Menschen jeden Tag und sie kommen gerne, weil wir sie anschauen mit diesem Blick. Gott gibt dir Chancen, an die du selber nicht mehr glaubst. So segne sie der gütige Gott heute, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.